Sommerwochenende in Murten. Das 800-jährige Städtchen Murten im Kanton Freiburg hat sich dank seiner schönen Lage auf einer kleinen Anhöhe über dem Murtensee zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Murten, französisch Morat, liegt an der deutsch-französischen Sprachgrenze. Von den Bewohnern sind 83% deutschsprachig und 15% französischsprachig. Aufgrund der Lage an der Sprachgrenze wird jedoch eine gewisse Zweisprachigkeit gepflegt, so führt die Gemeinde neben der deutschsprachigen Schule auch eine französischsprachige. 2013 führten die Schweizerischen Bundesbahnen, die SBB, den zweisprachigen Stationsnamen Murten Morat ein. Das kleine mittelalterliche Murten hat sein ursprüngliches Gesicht mit den malerischen Altstadtgassen und den gemütlichen Laubengängen erhalten. Die Stadt besitzt eine schöne Seepromenade mit breitem Wassersportangebot und bietet viel Kultur- und Ausflugsmöglichkeiten. Der Murtensee ist ein beliebter Badesee, der schon früh im Sommer angenehm warme Wassertemperaturen erreicht. Abends sollte man sich dem Sonnenuntergang mit prächtigem Blick über den Murtensee nicht entgehen lassen. Schützend legt sich eine fast vollständig erhaltene, einzige begehbare Ringmauer um die kleine Stadt. Sie öffnet den Besuchern einen prächtigen Blick über die Altstadtdächer und den nahen See. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann kommen Sie nach Murten in der ersten Augustwoche. Am 1. August feiert die Schweiz nämlich ihren Nationalfeiertag. 1291 wurde im August der sogenannte Bundesbrief abgeschlossen und genau jenem Ereignis gedenkt der Schweizer Nationalfeiertag. Der Bundesbrief gilt als die Gründungsurkunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Schweizer schmücken am Bundesfeiertag oftmals ihr Zuhause mit der Schweizer Nationalflagge oder den Kantons- sowie Gemeindefahnen. In den Gemeinden finden nachmittags oder abends meist Feiern statt. Meist tritt eine Person des öffentlichen Lebens auf den Feierlichkeiten auf und hält eine Rede. Daneben gibt es musikalische Darbietungen der örtlichen Musikvereine. Landesweit läuten um 20 Uhr am Bundesfeiertag der Schweiz alle Kirchenglocken. Ab Einbruch der Dunkelheit werden Feuerwerke als Abschluss der Feierlichkeiten gezündet.